Und herzlich willkommen zurück zum großen Project Zero Finale. Hoffe ich zumindest. Wir haben gesehen, was der werten Dame passiert ist. Der guten Kiri. Und jetzt werden wir ihr Leid ein für alle Mal eventuell beenden. Was haben wir denn hier? Da ist die Tür, die noch so halb offen steht. Schauen wir uns erstmal das Ding in der Mitte hier an. Mafuyu! Da hat sie ihn sich einfach mal einverleibt und jetzt ist der große Endkampf da, Freunde. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, man kann sie momentan besiegen. Ich bin mir nicht sicher, wir werden es ja einfach mal rausstellen. Wir hauen jetzt den 90er Film rein. Ist doch wohl selbstverständlich. Und erstmal Sicherheitsabstand nehmen. Erdbeben. Ich war eben nicht so, mit der Kamera total wild. Das war wegen dem Erdbeben. Hi! Okay, sie kriegt Schaden. Das ist schon mal gut so. Was macht sie, wenn sie getroffen worden ist? Teleportiert sie sich dann gleich weg? Ja, das heißt, ich muss auch weg. So. Die Gute ist nicht wirklich... Verdammt! Die hat mich einfach mal so gewonnen-hittet. Aber zum Glück hatten wir noch unseren Spiegelstein. Oh Mann. Oh Mann, das ist doch gemein. An sich ist sie nicht so heftig, wie ihr merkt. Aber wenn sie einmal trifft, ist es voll gemein. So, okay, ihr Balken wird kleiner. So, zwei, drei Treffer muss ich schon noch landen. Und ihr merkt, wie unglaublich schnell der 90er Film aufgeladen ist. Das ist ja jetzt ein Kinderspiel gewesen. Aber ihr glaubt ja wohl selbst nicht, dass es das schon war. Ja, wir sind unsere Kamera los und hier liegt unser letztes Spiegelstück. Es war die ganze Zeit in der Kamera dran. Jetzt habe ich alle Teile beisammen. So, und mit dem vollständigen Spiegel, ich bin mir nicht mehr sicher, müssen wir jetzt zum Tor oder müssen wir an dem Ding in der Mitte was machen? Ich glaube mal Ding in der Mitte, aber nach wie vor darf uns Kiri natürlich nicht treffen, denn jetzt ist sie wirklich theoretisch unbesiegbar. Sie macht sowieso One-Hits mit uns und wir haben keinen Steinspiegel mehr. Eine starke spirituelle Kraft strömt vom Spiegel her. Ich muss ihn benutzen, um das Tor zu verschließen. Okay, dann machen wir das doch eben mal. Gott, bitte, 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 bleib jetzt nirgendwo hängen und mach da irgendwas.
My duty is to keep this gate closed. Time Kirie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the Rope Shrine Maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Mafuyu. Their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. Thank you.
Ja, Freunde. Somit nimmt ein Horrorspiel ein Ende, zumindest der erste Teil davon, Project Zero. Wir haben es mit Erfolg abgeschlossen. Letztendlich war der Kampf ja doch gar nicht mal so schwer, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Aber gut, wenn man weiß, was zu tun ist, ist es natürlich ein Tick einfacher. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass man am Anfang sie erstmal damagen muss und dass man sie dann am Schluss meiden sollte. Und das hat ganz gut geklappt. Ja. Eine doch letztendlich auch sehr schöne Geschichte, die da mit Kiri und ihrem Liebsten erzählt wird. Und dass Mafuyu jetzt quasi sich aufgeopfert hat, beziehungsweise sich auch vielleicht ein bisschen verknallt hat und jetzt bei ihr bleibt, aber auch nicht nur aus dem Grund der Zweisamkeit, sondern auch aus dem Grund, damit dieses Höllentor für immer versiegelt bleibt. Ja, das ist doch irgendwie eine schöne Geschichte, auch wenn mir Miku wiederum ein bisschen leid tut, weil irgendwie war alles umsonst jetzt für sie. Wir hätten noch draußen bleiben können. Mensch, Bruder, das nächste Mal schreibst du, dass du da gar nicht weg willst, dann spare ich mir die Mühe, weißt du. Nein. Es war eine sehr herzergreifende Geschichte. Puh, nur ein Rang D. Ja, egal. Wie ergibt sich dann das? Natürlich durch die relativ schlechte Zeit, sage ich mal. Wir haben uns ja auch absichtlich Zeit gelassen. Ob die Punktzahl gut ist, das weiß ich nicht. Aber da wir eigentlich fast alles gemacht haben, denke ich es doch mal. Von dem Spiel, ich bin mir nicht sicher, ob es noch ein Ending gibt. Ich glaube, es gibt noch ein zweites Ending und ich New Game Plus gibt es auch noch ein paar Unterschiede. Kann aber sein, dass ich jetzt gerade mit einem Teil verwechsle. Falls der Slayer from Beyond noch hier reinguckt, wird er mich bestimmt berichtigen. Ein Bonuspfad ist allerdings nicht geplant. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe, dass ich überstanden habe. Aber ich sag's euch, Teil 2 wird nochmal viel, viel, viel besser. Vor allem von der Story her. Also, wenn ihr das hier jetzt schon rührend fand und herzergreifend, dann wartet mal ab, was euch in Teil 2 erwartet. Aber bis wir Teil 2 spielen, dauert es noch ein bisschen. Ah, schaut an. Der Kampfmodus ist jetzt hinzugefügt. Soundtest ist jetzt möglich. Eine spezielle Funktion ist nun freigeschaltet. Eine neue Bekleidung ist nun hinzugefügt. Mal gucken, ob ich mir das auf die Schnelle noch schnell angucken kann. Dann würde ich mal sagen, tun wir uns das doch noch an. Ja, was als nächstes kommt, ist noch ein bisschen ungewiss. Letzte Speicherung, ja, mit einem schönen Bild. Eigentlich wäre jetzt Silent Hill 3 dran, aber ich werde dazu noch einen kleinen Quick-Vote aufrufen, weil ein weiteres Spiel unglaublich oft gewünscht wurde. Und deswegen werde ich mal euer aktuelles Interesse dann gleich mal checken. So, und ich glaube, mein Spiel ruckelt gerade. Bevor wir uns das Bonuszeug angucken, werde ich erstmal Fraps neu starten, glaube ich. Ich bin mir gerade unsicher. Lassen wir erst nochmal die... Ja, das... Ruckelt rum, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht mehr. Oh, wirkt momentan gut. So, wie werden wir jetzt zu dem neuen Zeug kommen? Bei Album nicht. Nee, da müssen wir wohl das Spiel laden. Und zwar unser frisch gespeichertes New Game Plus. Mal gucken, was passiert. Ich weiß es selbst nicht mehr. Ich habe auch noch nie New Game Plus bei Project Zero gemacht. So, das sehen wir es jetzt. Story-Modus ist klar, das haben wir gemacht. Kampfmodus. Ziel-Angriffsmodus bringen sie alle vorgegebenen Geister um. Oh, aha. Soundtest. Musik aus dem Spiel anhören. Ist das das, was ich meine? Ja, das ist klassisch. Das gab es früher auf dem Super Nintendo sehr oft, dass man sich da so ganz klassisch die verschiedenen Sounds reinziehen kann. Ja. Toll, ne? Aber eigentlich bringt's nichts. Ich höre gar nichts. Hab's kaputt gemacht. Ah, doch. Dauert nur ein bisschen. Okay, gut, aber das ist ja langweilig, ein Soundtest. Also, dass man sowas freischaltet, ich weiß ja nicht. Gucken wir mal kurz in den Kampfmodus rein. Wieso ist denn jetzt... Ach, egal. Die Kleidung. Hier können wir mal die Kleidung ändern. Mal gucken, was wir freigespielt haben. Spezial. Kameraeinstellungen. Ah, hier übernehmen wir unsere Kamera. Schön. Ja, die kann... Warte mal, da kam ja eine neue Sonderfunktion hinzu, oder? Zoom. Aha. Kostet aber 80.000. Zoom-Funktion. Dann kann ich mit den L2 und R2-Tasten das Ganze zoomen. Das würde ich gerne mal sehen, wie das funktioniert, aber wie gesagt, 80.000 habe ich ja nicht.
Deswegen lassen wir das und gucken uns mal den Spaß an. So, Spezialfoto, was ist das? Wahrscheinlich kann ich hier die geknipsten Fotos wieder angucken. Speichern, Mission wählen. Es gibt verschiedene Missionen. Ist ja ganz nett, wenn ein Spiel, da immer ein bisschen nochmal aufgehübscht wird, dass man da noch einiges zu tun hat. 5 Missionen. Redakteur, gebrochenes Genick, Schwebender, Assistentin, Schriftsteller. Ach komm, zum guten Schluss ziehen wir uns nochmal die Broken Neck rein. Hier sehen wir die beste Zeit, das steht natürlich auf 10 Minuten. Sind das jetzt 10 Minuten oder 10 Stunden? Egal, auf jeden Fall dürfte das doch besser sein. Also man dürfte es doch besser machen können. Wir probieren es einfach mal. So, kriegen wir noch ein schönes neues Bild. Und los geht's. So, zeig dich mal, Miko. Bin mal gespannt, wie sie aussieht. Go. Ja, jetzt geht's um Zeit. Oh, schick. Aber es bleibt gar keine Zeit. Toll. Ah, jetzt sehen wir es ein bisschen besser. Sie wirkt auf einmal so buhend, unsere Miko. Schick. Nein. Das war wieder clever von mir. Ah, was habe ich denn gerade für einen Film drin? Ah, den guten, ne? Ja, warum nicht? Oh, ja, ungeschickt wie immer. Weißt du, eine Kiri mache ich fertig, aber das Broken Neck bricht mir das Knick. Warum tue ich mir das überhaupt nochmal an hier? Ich kann nicht speichern. Den Wunder. Nochmal. Komm, das kann ich jetzt nicht auf mich sitzen lassen. Ich will nochmal machen. Das gibt's ja wohl nicht. Ist nur eine Broken Neck hier, hallo? Ich war halt von Mikos bezaubernden Ansehen nochmal ein bisschen, irritiert, deswegen. Ich war abgelenkt. Ja, ich weiß, ich bin um keine Ausreden verlegen. So, jetzt gehe ich erstmal da rein. Schaut mal, da ist noch mehr Geisterliste. Aha. Oh je. Oh, ich habe hier ein paar Lücken. Wir haben gar nicht alle Geister gesehen, kann das sein? Ach nee, das sind ja auch all diese Bilder, die wir getippt haben. Das fehlen bestimmt einige. Ranking. Mhm. Okay. Ja, da kann man sich so seine persönliche Highscore nochmal machen, wenn man Lust drauf hat. So, komm, wechsel mal dein. Hä? Wo ist meine Kamera? Oh, die Kamera ist ja ausgeblendet. Ich kann gar nicht meinen Film wechseln. Och nö, das wurde geresettet. Ich habe auch nur noch einen Geisterstein. Oh nö. Das ist gemein. Naja, gut. Voll aufgebaut gegen eine Broken Neck wäre vielleicht auch ein bisschen unepisch. Ich hab mir schon gedacht, warum kann ich sie nicht anvisieren? Ja, meine Kamera ist halt deutlich zurückgestuft. Sowas muss man sich erstmal wieder gewöhnen. Hey. Jetzt hänge ich gleich. Ich hänge in der Ecke fest, ne? Aber es macht nichts, wir haben sie. So läuft das. Was passiert jetzt? Geht jetzt der Spaß weiter? Ich vermute es mal. Jetzt muss ich durch die Gegend hetzen und weiter killen. Das alles so schnell wie möglich. Ne, Mission gelöst. Das war's schon. Okay. Ja, das war ja einfach. Dafür gibt's Punkte. So, wir haben mit Rang D abgeschlossen. Was soll der von mir? ja, komm, machen wir doch Schriftsteller. Ich vermute mal, dass da noch mehr Missionen kommen, wenn man die 5 hat. Das wäre fast zu einfach. Ja, da sieht man wieder alle schöne Bilderchen. Und ready for the Schriftsteller. So, darf ich bei dem die Kamera wechseln? Nein. Super. Wo ist er denn? Ah. Oh, ich erinnere mich, dass ich den gar nicht mag. Ah, schön getroffen. Ich mag dich nicht. Ist aber auch hässlich. Schaut mal sein Gesicht. Scheiße, verloren. Ah, da bist du. Hi. Hui, da wollte er nach mehr rapschen, der Lüstling. Lüstling. Hi. Ah, das ist das Letzte, was wir machen. Ich muss ja noch ein paar Leute grüßen. Ich kann das nicht, wenn ich hier unter Strom stehe. Oh.
Bleib doch mal hier. Kann auch nichts dafür, dass du so eine komische Frisur hast. So, mein Freund. Ey, warum hat er denn jetzt keinen Schaden bekommen? Egal. Ey! Oh, er macht wieder alles dunkel, aber meine Kamera sieht ihn noch. Oh, solange meine Kamera was sieht, ist ja gut, ne? Oh, jetzt nehmen wir. Oh, es ist dunkel. Mach mir nicht weh. So. Mensch, so gut lief das noch nie mit ihm. Ah, wo ist er denn jetzt schon wieder? Hinter mir? Penner. Das macht man nicht. Hi. Da hinten bist du ja. Ah, ich habe ja gar keinen Film mehr. Was machen wir denn jetzt? Ich kann ja nicht wechseln. Das ist halt lustig, Leute. Was mache ich denn jetzt ohne Film? Ich könnte ihn noch einmal anhalten, aber das bringt mir ja auch nichts. Oh, seid ihr witzig. Kann ich hier raus? Nee. Leute? Liegt hier vielleicht irgendwo ein Film rum, dann wäre das in Ordnung, aber... Naja, gut, das ist halt der Kampfmodus. Ich hätte halt nicht verfehlen dürfen, ein, zweimal, sonst hätte es eventuell gereicht, aber das ist trotzdem ein bisschen knapp bemessen, oder? Wenn mir kein Film liegt, also... Ich weiß ja nicht. War ich da wieder in der toten Ecke? Den toten Winkel meine ich natürlich. Nee. Was ist sowas? Ja, du bist lustig, wenn ich kein Foto mehr habe, um dich abzuknipsen. Ja, gut, ich werde jetzt bei dem Verrecken, ich kann ja schon mal ein bisschen anfangen, die Leute zu grüßen. Also ich möchte mich bei allen Zuschauern bedanken. Auch erstmal an die Stillen, die weniger geschrieben oder nur ein paar Mal geschrieben haben. Ich freue mich ja über jeden Zuschauer. Danke, dass ihr dieses Projekt verfolgt habt, beziehungsweise dass ihr diesem Projekt überhaupt eine Chance gegeben habt. Ich verrecke hier jetzt elendig, weil ich einfach keinen Film mehr habe. Weil viele kannten es ja nicht und viele waren letztendlich doch sehr positiv von dem Spiel angetan. Ja, ich zeige euch nicht umsonst so ein Spiel, also wenn ich sage, das wird geil, guckt es euch an, dann... ich glaube, es gibt niemanden unter euch, der es bereut hat und wenn doch, dann möge er sich bitte melden, mit der Person muss ich mal reden. Nee, Quatsch. Also ja, es freut mich, dass es so gut ankam und ganz speziell möchte ich natürlich die fleißigen Kommentarschreiber mal wieder grüßen, die mir... Ach komm, das ist kein Sinn hier, ich drücke jetzt auf Pause, das ist so sinnlos. Die Kommentarschreiber, die das Spiel... mit Spannung verfolgt haben. Na gut, ich lasse das hier jetzt erstmal. Die das Spiel mit Spannung verfolgt haben, die mir Tipps gegeben haben, die mich unterstützt haben, die mich ausgelacht haben, ganz egal. Ja, ihr seid die Besten. Ich habe mir wieder eine kleine Liste gemacht, denn ich möchte eigentlich niemanden vergessen von den viel Schreibern. Demnach liebe Grüße und Danke an den LP-Kommentator, der wirklich bei jedem Part dabei war. Genauso wie er bei jedem Projekt dabei ist, das ist ja Wahnsinn, dass du dir da alles reinziehst und dass deine Kommentare dann auch immer noch so aussagekräftig und lang sind und vor allem Inhalts... du weißt, was ich meine. Toller Inhalt, immer brauchbare Tipps, danke dafür. Genau das gleiche kann ich auch zu Losart Johannes sagen. Super, einfach toll. Und ja, dann gibt Lost Name Main natürlich, darf nicht fehlen. Danke, danke, danke. Ich lese immer wieder gern von dir. Kisumio, natürlich auch. Marcel Mose darf nicht fehlen. Die üblichen Verdächtigen, man merkt schon. Lord Raiden war mit dabei, den ich von dem Spiel überzeugen konnte, hat mich sehr gefreut. Der Hundezähmer, so ein bisschen der Neuansteiger und unter den vielen Postern hat mich auch immer sehr gefreut. Der hat das Spiel ja auch ziemlich letztendlich angetan, so wie ich das... bemerkt habe. Shivas Tochter, die das Spiel auch Let's Played hat und momentan sich in Teil 3 rumgruselt. Danke für deine Tipps, die haben mir auch hier und da mal den Allerwertesten gerettet. Mukosa, auch liebe Grüße an dich, genauso wie an Shikoku, Carmen Sheen, Lufthansa. Ich glaube, ich habe niemanden. Und natürlich auch die Leute, die ab und zu mal geschrieben haben, aber die ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe. Slave from Beyond, ja, mir fällt mir gerade nicht ein. Danke, danke, danke. Und ja, mit Teil 2 geht's irgendwann weiter. Jetzt erstmal Silent Hill 3 oder... Tja,
wartet's ab, es kommt, wenn ihr den Part seht, dann kommt morgen die Infoshow, wenn alles klappt, und da gibt's ein Blitzvote. Ich bin gespannt, wie er ausgeht, aber ist ganz egal, was gewinnt. Nach Resident Evil Revelations kommt dann das andere Spiel. Also, Project Zero kommt spätestens nach Revelations. Nur um euch mal... Ach Quatsch, Silent Hill. Silent Hill kommt spätestens nach Revelations, um euch an der Stelle mal zu beruhigen. So, ja, nach Silent Hill 3 gibt es dann, wie gesagt, erstmal Resident Evil 2. Und dann ist Project Zero 2. Ja, ich mag es halt ein bisschen abwechselnd. Ich glaube, wenn ich 3 Project Zero Teile am Stück spiele, dann könnte man mich hinterher irgendwo eine Zwangs anweisen. Das muss ja nicht sein. Nee, ich möchte euch erhalten bleiben und deswegen werde ich jetzt auch den Part hier beenden und mit dem nächsten Projekt weitermachen. In diesem Sinne, es war mir ja mal wieder eine Ehre, euch dieses wunderschöne Spiel gezeigt zu haben. Ich hoffe, ihr wart mit meiner Leistung insgesamt zufrieden. Und ja, ich würde mich über Feedback natürlich freuen. Genauso wie, dass wir uns in anderen Projekten auch wieder lesen. Macht's gut, bis denne. Wisst ihr was, jetzt lasse ich mich noch töten zum grünen Abschluss. Euer John McCloud.